Moin, heute zeige ich, wie man stumm auf die Burg und darauffolgende Mission ganz entspannt machen kann. Als erstes suchen wir uns den Söldnerlager und machen einfach da alles platt. Starten Sie das PNG-Team. Lassen Sie nicht, dass Sie mir ein Glas zerbricht. Woher sind die jetzt auf einmal gekommen? Wenn das Lager gesäubert ist, soll ich die Kisten suchen. Da liegt meistens die Schlüsselkarte für die Festung. Wenn man keine Karte findet, kann man die auch im Shop kaufen. Als nächstes muss man in die Festung und alle Bots da töten. In der Festung findet man ein Safe. Im Safe ist meistens eine Dreierweste drin und die Legacy-Schlüsselkarte für den Kriegsherrn. Ja, die Runde davor bin ich leider drauf gegangen. Deswegen habe ich mich jetzt gut ausgerüstet und versuche es nochmal. Am besten man nimmt auch einen Joker mit für den Hubschrauber, der kommen wird. Die Festung habe ich vom Süden angegriffen, das fand ich am angenehmsten. Sobald man nah genug an der Festung ist, kommt ein Hubschrauber, den man abschießen muss. Zwei, drei Schüsse, dann ist er auch down. Heb deine Eingeweide! Als nächstes die Bots auf dem Gelände töten, bevor man zu dem Kriegsherrn geht. Als nächstes habe ich festgestellt, dass ich hier nicht alleine bin und noch irgendeiner rumläuft. Deswegen dachte ich, wir machen mal eine Gruppe, damit keiner dem anderen den Kill klaut.
Magazinwechsel! Der Kriegsherr befindet sich in diesem grünen Gebäude. Da sind immer zwei mit Schild am Eingang. Hat ein bisschen gedauert, bis ich aufgenommen wurde, aber jetzt können wir den auch töten. Achtung, Soldat! Schieß auf die, nicht mich! Hinter dieser Tür ist der Kriegsherr mit einer Feuershotgun. Macht auch viel Schaden. Zwischendurch kommt immer Verstärkung von hinten, da sind immer vier Aufklärer. Magazin rein! Sobald man den Kriegsherrn getötet hat, lässt er die Forschung fallen. Und seine Feuershotgun. Da der Kollege dieselbe Mission hatte wie ich, haben wir die zusammen erledigt. Als nächstes haben wir die Mission Sperrstunde gemacht. Dafür mussten wir in den Sturm gehen. Die Zombies und den Sturmrufer töten. Die Mission ist ganz einfach, die dauert halt nur ein bisschen. Könnte ich vielleicht die gleichen Prinzipien nutzen, um mein Energieproblem zu lösen? Festung gesichert. Ein Schatten weniger für die Untoten zum Verstecken. Maximale Munition. Keine Ahnung, wieso ich so besorgt war. Ihr hattet alles unter Kontrolle. Um das Ganze zu verkürzen, dachte ich, nehme ich mal den Juggernaut. Klaut er mir einfach meinen Juggernaut. Irgendwann haben wir den Sturmrufer erledigt, aber aus irgendeinem Grund kam er wieder mit vollem Leben zurück und wir mussten ihn wieder töten. Zum Glück ist er hängen geblieben und wir konnten ihn ganz schnell töten. Als nächstes war die Mission Frühjahrsputz an der Reihe. Dafür musste man in die dritte Zone und die infizierten Festung säubern. Also bei der Mission ist es auch nichts Schweres, einfach in die Festung rein und alle säubern. Neues Magazin! Räumen Sie die Festung für Sie. Sie im Leichensack heimbringen.
Schlage nach. Die Daten erhalten. Ich hoffe, irgendwann hatten wir die Festung auch gesäubert und dann kam die Zeit für die neue Mission. Ja, das ist die Mission Widerstand und da muss man den Durchhaltenauftrag erledigen. Da man den Auftrag in jeder Zone erledigen kann, ist da ganz einfach. Einfach den Auftrag annehmen, Zombies töten und am Ende gibt's Wunderwaffe als Belohnung. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte lass gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Was diese Phasenkristalle anrichtet, allen Einzelheiten.